Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2 im inzwischen sechsten Part dieses wunderschönen Horror-Spiels. Ich glaube, wir haben die Lehrerin geschafft, aber leider nicht besiegt. Das finde ich sehr schade. Sind aber jetzt in einem neuen Gebiet und ich weiß absolut nicht, was mich erwartet. Ich bin sehr gespannt, welcher Angst wir jetzt begegnen. Nicht wundern, ich werde nebenbei mal von meinem Pickup abbeißen. Black and White ist lecker. Und ja, lass uns mal gucken, was uns hier erwartet. Wo was könnte man noch Angst haben? Hör schon irgendjemand, oder? Irgendeiner im Rollstuhl. Oh Gott, ich habe Outlast-Flashbacks. Am Anfang ist man meistens noch etwas entspannt. Wird dann meistens danach im Laufe des Levels immer heftiger. Oh, holy shit! Danke, Six. Okay. Wow. Also nochmal. Geh hoch, Mädchen. Oder Junge, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich bin Junge. Nein! Oh, dieses 2,5D ist so scheiße. Ich weiß nie, wie gerade ich da stehe und wie gerade ich nicht stehe. So, neuer Versuch. So. Komm schon. Ja, schön. Ist natürlich schon fair, wenn die das dann auch so machen, dass man auch genau richtig steht dann. Und nicht so weit oder so vor oder zu weit vorne oder hinten. Weil dann wäre das halt schon echt fies, ne? Weil man so halt sehr schwer abschätzen kann, ob man passend steht oder nicht. Was dann halt auch eher nervig wird und dann den Horroraspekt wieder zunichte macht. Okay, eine Sicherung. Ist ja ganz was Neues. Dass man eine Sicherung hier hat. Obwohl, das meiste, was im Horrorspiel gibt, ist Schlüssel finden oder Sicherung finden. Das sind so die Sachen, die man in Horrorspielen am meisten suchen muss. Oder die ich bisher am meisten gesucht habe. Und ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele Horrorspiele gespielt. Hier liegt wieder Fleisch. Ist das Fleisch? Könnte Fleisch sein. Könnte auch was anderes sein. Es ist schwer zu definieren. Keine Ahnung. Ich glaube, wir werden es eh noch rausfinden. Okay, und ich finde eine Sicherung. Wer hätte das gedacht? Wir müssen eine Sicherung finden. Und lass mich raten, wir müssen die von hinten nicht hier nach vorne reinstecken. Probieren wir es aus. Bin sehr gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Wie das mit... Oh. Ja. Zurück können wir also nicht. Wie sich das mit Six verläuft. Ob wir vielleicht diesmal ein befriedigendes Ende mit Six haben. Andererseits, ich meine, wie gesagt, wie Six in diese Lage gekommen. Die hat ja auch mal keine Kräfte mehr. War sehr lange eingesperrt. Wie ist es dazu gekommen, frage ich mich. Ah! Bin ich jetzt tot? Offenbar, nee, offenbar ja. Aber ich frage mich jetzt genau, warum bin ich jetzt gestorben? Was habe ich falsch gemacht? Ich dachte, ich muss den Fahrstuhl runter springen. Also da runter irgendwie bringen. Das musst du doch beim letzten Mal auch. Also, wollen wir erstmal überlegen, jetzt wo wir reingehen. Okay, gehen wir rein. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Mal überlegen. Die Rätsel werden also knackiger, ich merke schon. Nimm das Scheißding, Mann! Meine Fresse. Mit dem hier rein tun? Ja, kann ich.
Ja, und ich glaube, wir müssen die schon irgendwie nehmen. Das macht ja irgendwie Sinn, den jetzt mitzunehmen, ne? Frage ist, was jetzt? Kommen wir da irgendwie weiter? Ich habe eine Idee. Geh auf! Wir haben es geschafft. Okay, das war ja auch irgendwie die einzige Möglichkeit. Was hätte man auch sonst machen sollen, ganz ehrlich? Was hätte man sonst machen sollen? Eine Taschenlampe, endlich habe ich eine Taschenlampe. Okay, mit E. Die Musik wirkt jetzt sehr wieder an Little Nightmares 1. Trotzdem bin ich sehr gespannt, was sich die wirklich noch ausgedacht haben. Gibt es hier wieder kleine Babys, die dann zu Hackfleisch verarbeitet werden? Wie im ersten Teil? Dann würde Six ja voll die Flashbacks kriegen. Zurück in der Hölle. Hey, bitte durch. Okay, nochmal. Vielleicht hilfst du mal mit. Die Tür ist doch offen. Geh doch rein. Meine Fresse. Probieren das die eben nicht. Wir sind ja offenbar in einer Krankenstation. Das sehe ich schon. Okay, Angst vor Krankenhäusern vielleicht? Also ich persönlich... Also Angst hatte ich nie, aber... Ich meine, klar, wäre er schon gerne in einem Krankenhaus. War ich persönlich jetzt auch nicht gerne. Ich war sehr selten in einem Krankenhaus zum Glück. Also Angst davor hatte ich jetzt nicht. Klar, es gibt natürlich immer Schöneres, ne? Ist logisch. Aber hier geht's... Hier geht's weiter. Wir gehen erstmal nochmal zurück und gucken uns die Gegend da hinten an. Ich möchte möglichst alles erkunden, was man irgendwie erkunden kann. Also gucken wir, ob es noch hier hinten irgendwas gibt. Vielleicht ein Hut oder sowas. Ich habe ewig keinen Hut mehr gefunden. Das ist sehr schade. Oh, warte, was haben wir denn hier? Ach, guck mal, da ist irgendwas. Was mir was bringt nochmal? Ich weiß es nicht. Aber sonst scheint ja auch nichts zu sein. Ich würde auch gerne einen Hut finden. Wie viele Hüte haben wir eigentlich inzwischen? Also, ich habe einige verpasst, sehe ich schon. Ich habe einige verpasst. Das ist sehr schade. Ich hätte gerne den Bärenhut gehabt, der sieht voll süß aus. Hm. Naja, was nicht ist, ist nicht. Kann man nichts machen. Ich war sehr gründlich. Hey, macht auch noch mehr Lärm. Obwohl hier scheint auch keiner zu sein, ist alles sehr dunkel hier. Aber wie gesagt, die Stadt wirkt ja auch eigentlich sehr verlassen und düster, abgesehen von dieser Horrorschule. Auch wenn ich bezweifle, dass hier keiner ist. Das wäre irgendwie zu einfach. Ich gehe auch jetzt hier. Ja, da geht's weiter. Wir gucken erstmal nochmal hier. Jetzt habe ich Flashbacks vom letzten Haus. Da gab es auch so eine Situation, wo man hier lang konnte und dann geradeaus. Falls ihr wisst, was ich meine. Oh, das ist ein Hut, oder? Oh, ne, das ist eine Tasse. Wollte ich vielleicht die Tasse trotzdem als Hut nutzen? Nein, kann man nicht. Guck mal, das kann man verschieben. Das geht doch bestimmt nicht grundlos, oder? Ja, gucken wir später nochmal, was das zu bedeuten hat. Ich glaube nicht, dass das Ding grundlos verschiebbar ist. Ja, vielleicht aber auch doch. Hier gibt es ja auch mal einige davon.
Gucken wir uns erstmal hier. Ist dahinter noch was? Welchen Hut? Ich würde so gerne noch einen Hut finden. Ich mag Hüte. Ich trage selber auch öfter mal Hüte, wie meine Stammzuschauer wissen. In meinen Musikvideos habe ich öfter meinen auf. Ja, wenigstens habe ich jetzt eigentlich eine Taschenlampe. Das. Oh, da schläft einer. Sonst höre ich schnarchen. Oder doch nicht? Dachte ich, hätte jemand schnarchen gehört. Uns beide eine eiskalte Cola, die wir jetzt wahrscheinlich benutzen, um dagegen zu werfen. Natürlich, wofür auch sonst. Mach noch mehr Lärm. Ehrlich. Ich wusste doch, hier schnarcht. Nein, ich will der Fernseher. Ich verstehe immer noch nicht ganz, was mit dem Fernseher soll. Aber der Fernseher macht uns offenbar ziemlich kaputt. Warte mal, wir lösen uns auf. Wir lösen uns ein bisschen auf. Und es sieht ein bisschen so aus wie diese Dinger, die wir die ganze Zeit einsammeln. Ich check sie. Ich drücke D, aber jetzt drücke ich W, jetzt drücke ich, A. Jetzt drücke ich S, ist hier nichts, W, auch nichts. Ich drücke D. Ich check's nicht. Was hat das zu bedeuten? Bin ich jetzt wieder in dieser Traumwelt des Fernsehers? Wo es keine Schwerkraft gibt oder nur sehr wenig, so Schwerkraft wie auf dem Mond irgendwie. Ich check's nicht. Jetzt zickst du auch hier und die hat auch mal Schiss vor mir oder. Nee, doch nicht. Weil die gerade vor mir weggekrabbelt ist. Kann mir einer vielleicht in den Kommentaren erklären, was das mit dem Fernseher auf sich hat? Oder. Ist es ein Spoiler dann? Weil, wenn es ein Spoiler ist, bitte nicht erklären. Wenn es kein Spoiler ist, kann man es mir gerne erklären, weil ich check's nicht. Oder wenn es auch aufgedeckt wird, muss es mir natürlich auch nicht erklären, ne? Aber wo bin ich jetzt hier? Also, es wirkt für mich erstmal wie ein Krankenhaus. Das ist vielleicht der Aufenthaltsraum hier, obwohl ein sehr seltsamer Aufenthaltsraum. Oh, dann, warte, da geht's auch lang. Gucken wir erstmal hier oben. Hier gibt es offenbar jetzt viele Möglichkeiten. Hier fehlen uns zwei Sicherungen, um wahrscheinlich den Fahrstuhl zu rufen, oder? Ja. Da geht gar nichts. Sammeln ist wahrscheinlich die Qual der Wahl, wo wir zuerst lang gehen. Und wenn ich jetzt schon mal oben bin, ja, gehe ich noch hier lang. Drei Sicherungen sogar. Holy shit. Hier geht auch nichts. Und hier kommen wir auch offenbar nicht weiter. Okay. Oh, ich hab's überlebt. Yay! Ich bin schneller als du, Sex. Tschüss. Schnell weg von Six. Verstecken. Du findest mich nie. Ja, wie er genau weiß, wo ich bin, ey. Oh, oh. Ich hoffe, ich habe es nicht verpasst, denn mit dem ich da reingegangen bin. Nee, könnte mit Quatsch kommen. Wir kommen doch wieder zurück. Immerhin gab es eine Sicherung. Warum ist da eine Hand? Kann man mir das bitte mal sagen? Das beunruhigt mich schon wieder zutiefst. Oh. Sieht alles immer noch gleich aus.
Also das bringt mir schon mal gar nichts. Was ist das hier? Wir müssen wahrscheinlich irgendwas da rein tun, um es zu verbrennen. Frage ist nur was. Warte mal, ich hab doch die Taschenlampe. Vielleicht die Hand? Nö. Das hier irgendwo hinschieben? Nee, glaube ich auch nicht. Nein. Was haben wir hier? Eigentlich weiß ich, was da drin ist. Wenn ich es noch nicht sehen kann, glaube ich nicht, dass man irgendwas machen muss. Okay, überlegen. Was könnte man hier machen? Also auf einmal geht hier gar nichts. Gehen wir also wieder hoch. Ich check nicht, was ich hier machen muss, weil irgendwie gibt's die Rätsel, das Rätsel hier irgendwie für mich gerade nicht lösbar. Also gucken wir einfach weiter. Vielleicht ist der Ofen hier auch irgendwo. Warte mal, guck mal. Ein Schlüssel im Teddy. Also müssen wahrscheinlich die Teddy irgendwie verbrennen, um an den Schlüssel zu kommen, würde ich jetzt mal so sagen. Was? Holy shit! Okay, das ist witzig. Das ist interessant. Wahrscheinlich müssen wir gleich irgendwelche Kuscheltiere untersuchen. Ah, guck mal, da sind sie auch schon. Das ist witzig. Ja, nehmen wir uns einen Teddy. Gibt es irgendwo einen Hut? Nee, ich glaube nicht. Ich sehe zumindest keinen. Ja. Bei dem müssen wir wahrscheinlich... Ach komm schon. Also Six hatte irgendwas. Was wir brauchen. Beim Teddy ist auch mal nichts drin, obwohl das doch hieß, ist ein Schlüssel drin. Ist ja noch ein anderer Teddy. Was ist das denn für ein Vieh? Ein Hund. Auch mal eine Fehlinformation, dass in dem Teddy was drin ist. Naja. Gucken wir trotzdem mal nach. Boah, ist das ein hässliches Vieh, Alter. Nee, das ist auch nix. Wir scannen trotzdem mal alles ab. Alles, was wir haben. Ich meine, kann ja nicht schaden. Was mir interessiert nicht, ob es vielleicht irgendein Easter Egg gibt. Würde schon Sinn machen. Ja, da ist was drin. Die Sachen, wo was drin sind, die nehmen wir mal mit und packen sie hier hin, dass wir das wissen. So. Gucken wir weiter. Ich will alles einmal durchscannen. Auch dieses nette Ding hier. Was auch immer das sein soll. Sieht aus wie ein Hase, oder? Ja, könnte ein Hase sein.
Keine Ahnung, wie ich diese Folge nennen soll, ey. Da, das ist der Schlüssel. Da habe ich ihn. Was? Okay. Wir haben den Schlüssel. Frage ist, wofür brauchen wir den jetzt? Wie auch immer, wir fackeln ihn auf jeden Fall mal ab. Aber ich nehm das andere Ding auch nochmal mit. Und ich guck nochmal zum Schluss. Ey Junge, hör auf, das durch die Gegend zu werfen. Ob hier noch irgendwas ist, was ich gebrauchen könnte. Warte, wie wär's mit dem Affen? Wenn, will ich auch alles scannen. Hund brauchen wir nicht mehr, der ist wertlos. Und der scheiß Teddy, der ist auch wertlos. Aber was ist da drin? Echt ein Hut. Da ist auch irgendwas drin. Was auch immer, wir brauchen es zumindest. Alle Sachen, die wir brauchen. Wofür auch immer. Ich glaube, das war's, oder? Ist oben nicht ein Hut? Ja, wenn, würde ich hier eh nicht rankommen. Guck mal, ob ich hier hochkomme. Tatsächlich. Was ist denn hier noch? Nein! Och, komm schon. Ich will den Ball einmal scannen. Ich glaube zwar nicht, dass da was drin ist, aber ich will es zumindest versuchen. Bei den Klötzchen wird wohl nichts drin sein, aber in dem Ball ist das schon möglich. Nein, hör auf, wegzurollen. Junge, wegzurollen! Ah, dann spielen wir jetzt ja Fußball oder was? Junge, nimm den Scheißball auf! Alter, scheiß drauf. Ich scheiß auf den Ball, Mann. So, gehen wir weiter. Ich brauch das Ding hier. Und ich brauch die anderen Sachen. Nimm den nämlich gleich alles mit nach unten. Dass ich direkt alles einmal verbrennen kann. Einmal eine ganz große Fahrt machen. Ah, muss auch gucken, ob ich das noch in dieser Folge alles schaffe. So. Das sind wahrscheinlich die Sicherungen, die hier drin sind. Aber warten wir mal ab. Ich werde sie wieder reinfinden. Naja. Packen wir erstmal alles in den Verbrennungsofen. Nein, du sollst da nicht mit rein. Ob so, der ist ja absolut sauber hingelegt. Ey. Nein! Nein, das wollte ich gar nicht. Fahr los jetzt. Erstmal alles rausholen da. Das ist echt, als wenn das Ding sich wehren würde. So. Wahrscheinlich mache ich wieder viel zu viel, aber ich will zumindest. Wie, ich kann es da nicht reintun? Doch, kann ich. Bin mal gespannt, ob das irgendwas bringt, wenn man das da alles reinschmeißt. So, ich guck mal rein.
Ja, würde sagen, zünden wir mal an, ne? Nein, nein, vergessen den Affen, der Affen muss noch rein. So, jetzt hier was los, du. Und los. Die wehren sich aber. Die haben offenbar keinen Bock zu verbrennen. Das ist spannend. Really? Alles umsonst, außer dieser scheiß Schlüssel. Enttäuschend. Hätte ich mir auch sparen können, die ganze andere Mühe, ey. Aber ich bin sicher, ich bin der einzige YouTuber, der das versucht hat. Wie auch immer, wir haben den Schlüssel und können weiter. Hier bestimmt nicht. Aber hätte ich mal sparen können. Ich habe einfach nur den Schlüssel mitnehmen sollen. Ich wollte halt gründlich sein. Ich wollte gründlich sein. Weil da war halt auch was drin. Zumindest sah das so aus. Wahrscheinlich war das nur noch die Kiesel irgendwie. So, kommen wir jetzt hier weiter, Leute. Gucken wir mal nach. Nee, hier ist keine Tür. Okay, dann war es das. Und wir gehen weiter. Oh, stellt mal vor, ich hätte die gesamten Klötze mit runtergenommen und den Ball. Das wäre eine Arbeit gewesen. Das ist nämlich nicht mal feierlich. Ja, wie auch immer, wir haben zumindest einen Schlüssel und können auch mal weitergehen. Also hoffentlich. Gucken wir mal. Weil mir fehlen immer noch die Sicherungen. Und wofür brauche ich überhaupt einen Schlüssel? Ah, hier. Super. Jetzt. Ich hätte auch lange keinen Gegner mehr irgendwie. Ach du Scheiße. Also wer auch immer hier arbeitet, wahrscheinlich so ein... Vielleicht ist das ein Richard Tueger Teil 2. Wer nicht weiß, wer Richard Tueger ist, soll bitte auch das einzig angucken oder spielen, denn weiß er das nämlich. Sind hier Maschinen gebaut? Sind das Roboter? Ne, das sind keine echten Arme, das sehe ich schon. Was ist hinter vielleicht was? Vielleicht ist hinter ein Hut. Das wäre eigentlich ein gutes Versteck für einen Hut. Schade. Eigentlich wäre das perfekt gewesen, um einen Hut zu verstecken, aber irgendwie finde ich keinen. Wahrscheinlich habe ich bisher alle Hüte vergessen. Oder habe ich das vergessen, nicht gesehen. Holy shit, ey. Das ist so falsch, ey. What? Oh, bin ich erschrocken, ey. Oh. Das war wieder ein bisschen Gänsehaut. Okay, hier werden offenbar sehr viele Sachen. Roboter hergestellt. Oder irgendwelche Wesen. Und ich bin mir sicher, mit denen werde ich noch konfrontiert. Oh mein Kopf, ey. Zumindest meine Drinnenmütze, die ich hier aufhabe, ne? Ich bin sehr gründlich und trotzdem habe ich das Gefühl, ich habe so viele Sachen nicht gesehen bisher. Naja, wie auch immer. Ey, das sieht aus wie ein riesiger Dildo. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Halten wir das mal ans Licht. Das Ding sieht aus wie ein riesiger Dildo. Weg damit. Dafür sind wir noch zu klein. Sowas brauchen wir nicht. Und das Junge ist recht nicht. Was? Ist die Hand gerade lebendig geworden? Ich sehe schon kommen, die greift mich irgendwann. Und wo ist X-Ende schon wieder? Warum lässt sie mich wieder hier alleine? Okay, wir müssen also auch mal gegen Hände kämpfen gleich. Gegen irgendwelche Hände, die eingreifen. Oh Mann. Aber ich würde sagen, das erfahren wir erst im nächsten Part. Seid gespannt, wie es weitergeht.
Ich glaube, es wird gleich ziemlich hart, wenn ich schon diese Hand unter mir sehe gerade. Die greift mich bestimmt gleich an. Ja. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Action und Spannung mit Bloodwork. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.